Fraktion Die Linke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man Ihnen hier zuhört, denkt man, Sie sind in einer anderen Welt. Ich als Gewerkschafterin erfahre täglich, dass die Wirklichkeit ganz vieler Menschen völlig anders ist. Und Frau Nahles, ich muss Ihnen hier einige andere Zahlen nennen, die Sie immer gerne weglassen, weil die passen ja auch nicht in Ihr Bild rein. Jeder 10. Beschäftigte in Deutschland arbeitet zu einem Arbeitslohn. Jeder 6. über 65 Jahre ist von Armut bedroht. Jedes 7. Kind lebt in Hartz IV. In Ostdeutschland sogar jedes 5. Kind. Mindestens 14,5 Millionen Menschen haben seit Einführung von Hartz IV mindestens einmal diese Leistung bezogen. Und viele dieser Menschen können sich ab Mitte des Monats kein warmes Mittagessen mehr leisten. Sie haben Angst, am Ende des Monats die Stromrechnung nicht bezahlen zu können. Sie fühlen sich in ihrer Würde verletzt. Sie sind verletzt, meine Damen und Herren. Und Sie tun überhaupt nichts dagegen. Und ich muss Ihnen sagen, wenn Sie hier immer so schön preisen, 43 Millionen Beschäftigungsverhältnisse, jawohl. Wenn ich das meinem Kollegen Leiharbeiter in Zwickau erzähle, der arbeitet nämlich bei einem Automobilzulieferer, weil wir ein VW-Standort sind, der hat 3 Jobs und der sagt immer, Sabine, von den 43 Millionen gehören mir allein 3 Jobs. Ich finde das so ungerecht und da stellen Sie sich hier hin, dass Sie 43 Millionen Beschäftigungsverhältnisse geschaffen haben. Das ist Deutschland bei uns, dass jeder sozusagen mit einem Zweitjob arbeitet. Wir haben nämlich 2,6 Millionen Menschen, die mit einem Zweitjob arbeiten in Deutschland. Das ist Ihre Realität. So sieht es nämlich aus. Und fest steht, Deutschland ist wie nie zuvor in Arm und Reich gespalten. Die Tafeln, die Kleiderkammern, die Suppenküchen, Herr Weiß, Sie können dort ja mal hingehen, was da für ein Andrang herrscht. Die haben Hochkonjunktur und Sie haben sogar die Probleme, den Bedarf zu decken. Das ist die Realität. Weil mich sowas ärgert hier an dieser Stelle, wenn Sie die Armut nicht sehen wollen, Sie können da nicht weggucken, Sie kann sich auch nicht verstecken, die Armut ist da in Deutschland. Und Sie sehen zu, wie die Rentnerinnen und Rentner mit 500 Euro nach Hause gehen, ihren Lebensabend bestreiten müssen. Wenn Kinder kein Geld haben, um den Klassenausflug durchführen zu können, weil die Eltern eben das nicht finanzieren können. Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotz Vollzeitjob am Ende des Monats nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und Sie sehen einfach zu. Sie sehen zu, wie 1 Million Langzeitarbeitslose in 4 Jahren und länger schon in der Erwerbslosigkeit dort gefangen sind. Denken Sie allen Ernstens, dass das Einzelfälle sind. Ich sage Ihnen, Sie irren sich ganz gewaltig. Es sind keine Einzelfälle. Es handelt sich hier um Millionen von Menschen, die keine Perspektive mehr haben. Und Sie lassen diese Menschen einfach in der Statistik verschwinden. Und das, meine Damen und Herren, ist das Resultat der letzten Jahre Ihrer Politik. Und dass sich diese Bundesregierung beharrlich weigert, gegen diesen Missstand etwas zu tun, finde ich unerträglich. Der linke Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Professor Christoph Butterwecke, sagte, dass die Bundesregierung Reichtumsförderung statt Armutsförderung betreibt. Recht hat er. Und er hat auch recht, wenn er sagt, seit der Agenda 2010 und den genannten Hartz-Gesetzen herrscht soziale Eiseskälte in Deutschland. Und Frau Ministerin Nahles, Sie sind mit einem Versprechen angetreten, deutlich mehr für langzeiterwerbslose Menschen zu tun, sie eher und schneller in Arbeit zu bringen. Und was haben Sie erreicht? Nichts haben Sie erreicht. Die Langzeiterwerbslosigkeit stagniert auf einem hohen Niveau, immer noch knapp 1 Million Menschen. Wir brauchen endlich deutlich mehr Mittel für Unterstützungsleistungen, eine Vermittlung auf Augenhöhe, sodass Erwerbslose eben nicht als Bittsteller in ein Jobcenter kommen. Und wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung. Zudem fordern wir immer noch den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Andere sagen dazu sozialer Arbeitsmarkt. Dieses entwürdigende Hartz-IV-System muss abgeschafft werden. Wir brauchen eine sanktionsfreie Mindestsicherung, und das fordert DIE LINKE.
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik muss doch wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Warum haben die Rechtspopulisten solchen Zulauf? Die Motive, ob nun in Deutschland, anderen EU-Ländern oder in den USA rechtspopulistisch zu wählen, sind soziale Ausgrenzung, Perspektivlosigkeit und Abstiegsängste. Und diese Bundesregierung hat es nicht verstanden, was die meisten Menschen in Deutschland bewegt. Sie haben wertvolle Zeit verschenkt. Kein zentrales Problem haben Sie gelöst. Die Spaltung zwischen Arm und Reich wird immer größer. Auch der Mindestlohn kam zu spät und viel zu niedrig. 12 Euro ohne Ausnahmen, das wäre der richtige Schritt. Und schaffen Sie die Leiharbeit ab. Gute Arbeit, unbefristete Beschäftigung und Löhne, von denen man leben kann und seine Familien ernähren kann. Das fordert die Linke, und so würde es nur gehen. Stärken Sie die gesetzliche Rente. Sie muss armutsfest sein. Das Rentenniveau muss wieder angehoben werden. Raus mit den Kürzungsfaktoren, weg mit der Rente ab 67. Wir brauchen eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro. Denn ich finde, unsere Rentnerinnen und Rentner haben es verdient, nach einem harten Arbeitsleben eben keine Zeitung austragen zu müssen oder in Müllcontainern zu wühlen, um die Flaschen dort einzusammeln. Und eine Riesenschande, Schande ist die zunehmende Kinderarmut. Aber auch hier tun Sie nichts. Lediglich 2 Euro Kindergelderhöhung war es Ihnen in diesem Jahr wert. Die Linke fordert Sofortmaßnahmen, um diesen unwürdigen Zustand zu beenden. Ja, es kostet Geld. Aber dieses Geld ist da im System. Es muss nur ordentlich verteilt werden. Sie verteilen es falsch. Wir brauchen unbedingt eine Vermögenssteuer. Und ich komme zum Schluss. Wenn die Kanzlerin nun sagt, ich mache weiter, dann wissen wir, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dazu sagen wir, nein, sozial geht anders. Was wir brauchen, ist ein Politikwechsel, und der geht nur mit der Linken. Danke schön. Danke. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht jetzt der Kollege Karl Schieberling.